Ja, bitte. Ah, guten Tag, Herr Köhler. Bitte? Der kommt schon morgen? Ja. Ja, natürlich. Ich versuche da zu sein. Ich werde da sein, sicher. Auf Wiederhören, Herr Köhler. Alles in Ordnung? Klar. Haben wir auch nichts vergessen? Nein. Wenn bestimmt alles. Geh doch wieder rein, du wolltest dich doch schonen. Ach komm, Peter, du tust ja so, als wäre ich schon kugelrund. Guck mal. Was will der? Haben Sie Zeit? Ich würde gerne mit Ihnen reden. Passen Sie doch auf! Oh, Entschuldigung. Sie spinnen ja. Es tut mir leid. Was? So, haben wir auch wirklich nichts vergessen? Nora, wie oft willst du das denn noch fragen? Wo ist das Porzellan? Welches Porzellan? Die Teetassen von Oma. Wo hast du sie hin? Ach, die habe ich weggebracht. Spinnst du? Du hast sie weggeworfen? Wir haben doch ausgemacht, so viel wie möglich auszusortieren. Was fällt dir ein? Komm mal wieder runter. Was kümmern dich denn diese Tassen? Die waren uralt. Als ich dich gefragt habe, ob wir zusammenziehen wollen, habe ich nicht gewusst, dass du dich um solche Kleinigkeiten kümmerst. Die Tassen waren keine Kleinigkeit. Du weißt genau, wie wichtig die mir waren. Hey! Was soll denn das? Hey! Hey! Wie bitte? Verschwinden Sie von meinem Grundstück. Wie bitte? Verschwinden Sie von meinem Grundstück. Ich will nach Hause. Ja, hier ist aber nicht mehr zu Hause. Warum bist du denn so aggressiv? Er hat doch nichts getan. Vielleicht braucht er ja sogar unsere Hilfe. Nichts getan? Erst schmeißt er unsere Kiste um und dann rennt er in unseren Garten. Es muss doch einen Grund geben, warum er schon wieder hergekommen ist. Was hatte er vor? Dass ich nicht lache, was er vorhatte. Der ist sicherlich aus diesem Altenheim ausgebüxt. Das glaube ich nicht. Hast du gesehen, was er anhatte? Was wollte er? Jetzt reicht's aber. Das war irgendein verwirrter Opa. Immer musst du alles so kompliziert machen. Das stimmt doch gar nicht. Weißt du was? Nur weil wir jetzt zusammen wohnen, heißt es nicht, dass du allein für uns verantwortlich bist. Ich kann ganz gut für mich selbst sorgen. Und ich mache mir eben meine Gedanken. Ja, und jetzt gibt's Wichtigeres zu tun. Wieso? Wir haben doch genug Zeit. Du hast dir ja endlich mal Urlaub genommen. Ehrlich gesagt, ich muss morgen arbeiten. Es kommt ein wichtiger Geschäftspartner. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich habe dir bestimmt schon vor 3 Wochen gesagt, dass morgen der Ultraschalltermin ist. Wir wollten da zusammen hin. Mir ist das wichtig. Ja, mir ist das doch auch wichtig. Aber das ist halt echt eine mega Chance für meine Karriere. Ja, das habe ich mir gedacht. Du hast bestimmt mal wieder nicht richtig zugehört, weil deine Gedanken immer nur bei deinem blöden Job sind. Du kannst ja nicht mal aufhören, im Urlaub daran zu denken. Bleib sofort stehen. Stopp! Was willst du denn hier? Lass uns in Ruhe. Hau ab! Verschwinde! Hau ab! Lass uns in Ruhe. Das ist meine Frau. Was zum Teufel redest du denn an für einen Schmarrn? Sie sind das, nicht wahr? Meine Frau und ich, das ist der Tag, an dem wir hier eingezogen sind. Wir waren so glücklich und verliebt.
Aber wir waren so verschieden. Und dann kam es, wie es kommen musste. Wir fingen an zu streiten. Und eines Tages verließ ich sie. Ich sagte zu ihr, wir hätten keine Gemeinsamkeiten mehr. Erst nachdem ich sie verlassen hatte, merkte ich, wie sehr sie mir fehlte. Ich kam oft hierher und wollte mit ihr sprechen, aber ich hatte nie den Mut dazu. Und jetzt ist es zu spät. Sie ist gestorben. Kann ich das Bild behalten? Bitte, natürlich. Ich hätte mich mehr bemühen müssen, sie zu verstehen, sie anzunehmen, so wie sie war. Tja, es tut mir leid. Ist okay. War ich wohl etwas blöd. Ein bisschen. Ein bisschen? Mhm.